Okay. Machen wir die Straßen noch etwas freier, als sie schon sind. Und pflanzen U-Bahnen. Ist eine drin, eine U-Bahn. Wohngebiet. Machen wir mal hier hin. Zack, zack, zack. Das Handelsgebiet. Industriegebiet lassen wir aus, da ist der Verkehr so gering, der Publikumsverkehr, die können dann von mir aus von hier aus laufen. Handelsgebiet. Wieder ein Wohngebiet. Hier haben wir eine Sehenswürdigkeit und hier oben auch. Und eine Schule hier neben und einen Park. Das passt hier wunderbar. Das hier noch eben verbinden, damit das nicht ganz so verlassen aussieht. Und dann können wir hier nämlich auch noch eine U-Bahn hinbasteln. Hier lang, dann haben wir hier Stadion und wieder Sehenswürdigkeiten. Wunderbare Sache für eine U-Bahn. Hier wohnen wieder jede Menge Menschen. Packen wir das dann am besten hin. Oh, nicht genügend Geld. Ich bin schon wieder pleite. Verdammte Axt. Die Steuern hochnehmen. Jetzt gleich erstmal ins Minus. Wie sieht es denn mit den Darlehen aus? Muss mal einen kleinen Puffer nochmal verschaffen. Das haben wir. Und dann noch einmal hier mitten rein. Da ist eine schöne Schule. Zack. Verbinden. Man sieht hier, wie man das am allerbesten macht, nämlich auf kürzestem Wege. Man kann das ein bisschen schneller gestalten. An den Ecken sind die U-Bahnen relativ langsam in dem Fall. Krematorium steht da schon. Aber das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Wir haben hier noch eine vergessen. Hier muss unbedingt noch eine U-Bahn hin. Kurz überlegen.
Alter. Och komm, hör auf zu nerven. Fälle zu steil. Nicht genügend Geld. Wohl oder übel muss ich jetzt etwas warten. Zeit nutze ich, um zu erklären, dass man wunderbar in dieser Stadt auch einen zentralen Umsteigepunkt bauen könnte mit einem Busbahnhof, U-Bahnhöfen, Tram, Buslinien. Hier oben auch vielleicht den Flughafen direkt integrieren. Das mache ich jetzt nicht. Denn dafür ist viel Feinarbeit nötig. Eine gute Linienplanung ist wichtig. Und das braucht viel Zeit, deswegen, da aber diese Werkstattfolge sowieso schon ziemlich exorbitant ist, ziemlich ausgeufert, zeitlich, beschränke ich mich auf den üblichen einfachen und auch vorher hier vorhandenen U-Bahn-ÖPNV. Die paar dysfunktionalen Buslinien lasse ich jetzt mal außen vor. Das Wachstum ankurbeln, indem wir noch mehr Industrie ansiedeln. Unseren Reparaturarbeiten ist ja auch jede Menge unter die Räder gekommen an Zonen. Gefälle zu steil, ja. Hey Boss, ich brauche mehr Geld. Mal ein bisschen sparen. Genug Strom? Ach, mehr als genug. Runter damit. So, das sieht schon viel besser aus hier. Gleich mal die Kosten gesenkt. Da geht die Kohle hoch. So. Wird gleich noch mehr Geld regnen, wenn nämlich die Leute ihre Linien bekommen. Was habe ich jetzt gemacht an dieser Stelle? Ich habe
die wichtigen Punkte der Stadt, Wohngebiete und vor allem Handelsgebiete, zentral mit U-Bahnen versehen. Keine große Zauberei, aber eine Sache, die sinnvoll angelegt werden muss. 10 Haltestellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 U-Bahnen. Und das Ganze noch einmal rückwärts. 2. Das. Hier eins. Da eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das sind 11 Haltestellen. Habe ich eine übersehen bei der ersten? Mal genau nachgucken. Ja. Ach, verdammt. So. Da rennen sie schon, die Leute. Richtig übel sollte das eigentlich hier sein. Na, hier kommt ordentlich was rein. U-Bahn-Kapazität steht bei mir gerade auf 510. Hatte ich bereits geändert gehabt bei der... beim ersten Versuch der Reparatur, die mir ja leider die Aufnahme versaut hat. Wichtig ist, dass das alles weggeschafft wird. Guck mal schnell die Zahlen an. Das sieht ganz gut aus. Hier warten 600 Leute. Mal eine kurze Weile beobachten, ob das funktioniert. Manchmal brauchen die U-Bahnen ewig, bis sie den Rhythmus gefunden haben und die ganzen Haltestellen regelmäßig anfahren. Warum kommt an der Seite keiner? Sind eigentlich genug Fahrzeuge auf der Linie? Ach, egal. Lassen wir stehen. So, jetzt kommen sie dann langsam, oder? Ja, hier wurde schon einmal weggeschafft. Nächste kommt sofort. Packen wir noch eine dazu. Die hier braucht keine zusätzliche Linie. Was ich jetzt nicht mehr mache, ist die Bahn wieder in Betrieb zu nehmen. Man kann sehr gut solche Gebiete zusammenfassen und mit der Eisenbahn verbinden. Hier zum Beispiel eine Eisenbahn hinsetzen und dorthin fahren lassen. Hier eine weitere und dann hier eine weitere. Alles durchaus möglich, kein Problem.
Man kann sich hier, was den ÖPNV angeht, total austoben. Tramlinien, wunderschön gestalten, braucht sehr viel Zeit, um sich eine vernünftige Linienführung in dieser Stelle zu überlegen, ist aber kein Problem, absolut möglich. Ich mache es jetzt nur nicht einzeln vor, weil das traue ich euch auch selber zu. Nachdem ihr ungefähr gesehen habt, wie das Ganze funktionieren soll. Und natürlich kann der Durchsatz hier überall noch verbessert werden. Bei der U-Bahn beispielsweise, indem Fußgängerwege hier zwischengeschaltet werden. Damit die Leute nicht oben rumlaufen müssen und so viel Zeit verlieren, dass sie sich denken, ach Gott, da kann ich auch gleich mit dem Auto fahren. Ja. Ich bedanke mich, dass ihr so lange mit mir durchgehalten habt. Hoffe, dass die Aufnahme jetzt funktioniert und ich das Ganze dann in Kürze live stellen kann. Wenn ihr das seht, hat es geklappt. Abgesehen von ein paar der üblichen Totenköpfe durch wegsterbende Bürger haben wir kaum Probleme, keine ernsthaften Probleme mehr zumindest. Icons wie Leute, die gesucht werden. Das regelt sich über die Zeit, wenn mehr Menschen in die Stadt ziehen. Aber der Verkehr läuft, so wie es die Maßgabe war, das Ziel. Städte in City Skylines haben so meistens die Besonderheit, dass sie niemals wirklich fertig sind. Es ist immer irgendetwas passiert. Ich finde aber, wir haben das ganz gut hinbekommen. Oder was meint ihr? Teilt mir eure Gedanken diesbezüglich doch einfach in den Kommentaren mit. Anregungen, Lob und Kritik. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Staffel wieder. Bis bald!